Hier in dem dunklen Ecke vom Basler Kreuzgang ist etwas Schauriges passiert. Eine alte Dame hat mir erzählt. Als junges Mädchen bin ich einmal im Affenkasten in die Schule gegangen. Der Affenkasten hat so geheissen, weil wir als mehr bessere Töchter manchmal Affig getan haben. Das war das Schulhaus am Lienertsberg oben. Dort haben wir einen netten jungen Lehrer gehabt. Und der hatte eine herzige junge Frau gehabt. Und zusammen haben sie herzige Kinder gehabt. Aber dann hat er sich in eine von uns Schülern verliebt. Und sie sind zusammen ausgegangen. Und es ist auch noch mehr passiert, was wir jetzt hier nicht näher erörtern wollen. Und dann hat er in seiner Gewissensnot nicht mehr aus- und eingewusst. Und dann hat er sich hier hinten im Kreuzgang verschossen. Das Blut hat man noch lange am Boden gesehen, Spuren von seinem letzten Moment. Und wir Mädchen, so hat die Dame gesagt, sind einmal dann hier hingegangen. In der Znüni-Pause, da haben wir auf das Znüni-Weckli verzichtet und haben unserem toten Lehrer zum Gedenken am Boden ein Blümchen angelegt, ein Vergissmeinnicht. Tot im Kreuzgang und erst noch eine Liebesaffäre.